Herzlich willkommen zu Reifes Live, liebe Fußballfreunde. Besondere Tage sind das, die wir gerade erleben, denn es scheint sich all das aufzulösen, was so an Trainerfragezeichen in den letzten Monaten uns beschäftigt hat. Mal sehen, ob Marcel Reif das auch so sieht, den ich herzlich begrüße. Guten Morgen. Herr Reif. Guten Morgen. Über Ralf Rangnick sprechen wir ein bisschen später. Jürgen Klopp hatte Ende Januar verkündet, dass er Schluss macht. Läuft gerade nicht so gut, werden wir auch später besprechen. Mit Xavi würde ich gerne anfangen. Der Barcelona-Trainer, der ebenfalls Ende Januar gesagt hat, er kann nicht mehr und nun sagt, ich will aber wieder und seinen Vertrag tatsächlich bis 2025 erfüllen möchte bei Barcelona. Hat Sie das auch sehr überrascht? Es hat mich sehr überrascht. Hat er gesagt, ich will wieder oder hieß es nur, er verlängert? Doch. Oder er erfüllt seinen Vertrag doch. Es war ja ein laufender Vertrag, aus dem er ausgestiegen ist. Ja, das hat mich nicht nur überrascht, sondern fast entsetzt, weil ich ihm genau das abgekauft habe, dass er nicht mehr kann, dass er dieses fiebrige, überhitzte, in vielem mittlerweile auch ein bisschen unprofessionelle Barca nicht mehr packt als Mensch und Wesen und nicht nur als der Trainer. Und dann verlieren die am Wochenende den Klassiko. Und sie fliegen in der Champions League raus gegen Paris? Und sind aus der Champions League raus. Also das heißt, diese Saison kannst du, im Copa del Rey, erstens zählt sie nichts, zweitens sind sie es auch nicht geworden. Also mit nichts, nada. Und daraufhin kriegen sie ihn dazu, und so ist es offenbar gelaufen, Laporta, der Präsident, weiterzumachen. Warum? Weil es niemanden anderen gibt. B, weil sie wissen, welche Knöpfe sie bei ihm offenbar drücken müssen, als Kind, Mensch, Mann dieses Clubs. Und der kleine Kerl, sage ich jetzt mal, als älterer Mann, lässt sich breitschlagen. Ich wünsche ihm von Herzen, dass es gut geht. Ich mochte ihn als Spieler, ich mochte ihn als Trainer, ich mag ihn als Persönlichkeit. Ich hoffe, dass das gut geht. Weil Sie gerade das aktuelle Jahr angesprochen haben von Barcelona, das ist ja ein enttäuschendes. Macht es denn aus der Perspektive überhaupt Sinn, ihn zu bitten, weiterzumachen? Oder wäre es für Barcelona auch besser gewesen, diesen Weg mit den jungen Talenten mit einem anderen Trainer fortzusetzen? Oder spielt die Rolle auf dem Trainermarkt da auch eine Rolle, die wir ja seit vielen Wochen und Monaten hier begleiten? Es gab Zeiten, da hätte der FC Barcelona kurz mal aufgejault und sie wären in einer Prozession Richtung Katalonien ans Mittelmeer gepilgert, die großen Trainer. Heute, alle waren dort. Ja, erinnern Sie sich mal. Jetzt geben Sie mir mal den, der Ihnen heute eingefallen wäre, der zu Barcelona geht, von den Größeren. Mir fiel keiner ein. Eine Rückkehr von Guardiola ist nach wie vor eine Träumerei? Guardiola baut dann noch mal von vorne bei Null was auf. Ja, das ist, nachdem der bei City, glaube ich, eine Milliarde oder mehr umgesetzt hat. Nicht nur für und mit Erfolg, alles gut. Aber eine völlig andere Welt, völliger Unsinn. Und vor allem, der kann denken. Der sagt, ich weiß doch, wer dort das Sagen hat. Und der eine sagt, dann der andere unterminiert es hinten. Und dann, also, das ist ein trauriges Bild. Das ist ein trauriger Moment. Also ich habe Barcelona immer gern spielen sehen. Guardiolas Barcelona war das Maß der Dinge. Alles gut. Und Xavi dann als Spieler und wie gesagt als Trainer. Und dann sagt ein Mensch, ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Job hier nicht weitermachen. Barca braucht einen anderen Trainer. Es muss andere Impulse geben. Und ich kann nicht mehr. Glaubhaft. So, und den schnappst du dir, schleppst ihn in ein Restaurant und sagst du, ich bin hier der Chef, jetzt hör zu. Es geht nicht anders, es gibt keinen anderen, du musst das weitermachen. Und er ist nicht der Typ, der dann aufspringt und sagt, du kannst mich mal. Denn das wäre es gewesen. Aber wie gesagt, das werden wir beobachten. Aber das werde ich jeder Spieltag danach werde ich gucken, wie das gelaufen ist mit Xavi. Das ist eine der Sachen, die mich sehr interessieren wird.